was Sie hier heute sehen werden, ist, wenn man so will, die Zukunft des Nahverkehrs bei der ÖBB. Ja, wir leben von der Zufriedenheit unserer Kunden und den neuen Desiros, der CityJet, reflektiert und berücksichtigt die Erfahrungen, die wir mit dem RailChat gemacht haben und aus umfangreichen Kundenbefragungen. Das heißt, wir haben uns intensiv damit beschäftigt, was brauchen unsere Kunden, damit sie in den Zug einsteigen. Und ich glaube, das Ergebnis ist, es ist ein modernes, offenes Design, das auf der Höhe der Zeit ist und das uns den notwendigen Erfolg bescheren wird. Wichtig ist in der ersten Linie, dass wir einen sehr guten Sitz den Fahrgästen anbieten können, weil das ist einfach das Wichtigste an dem Zug, aber natürlich auch die ganzen Features, die wir zusätzlich vorsehen, von den Steckdosen, Leseleuchten bis hin zur Fahrgastinformation. Das ist eine runde Sache, wo wir wirklich also diesem Anspruch gerecht werden wollen, dass der ÖBB-Nah- und Regionalverkehr Teil eines modernen Lebensstils wird. Ich bin davon überzeugt, dass das Verkehrsmittel der Zukunft die Bahn ist. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir in die Infrastruktur investieren, aber gleichzeitig auch in den Komfort, auch investieren in die Qualität des öffentlichen Verkehrs. Und 100 neue, tolle Züge sind da natürlich etwas ganz Wesentliches. Ich würde hier am liebsten gleich einsteigen und damit fahren. Also wenn man das sieht, kommt man ja noch mehr auf den Geschmack. Aber jetzt muss einmal gebaut werden und das möchte ich auch erwähnen, dass diese Züge nicht nur in Österreich fahren werden, sondern diese Züge werden auch in Österreich endgefertigt. Das heißt, wir werden über 800 Arbeitsplätze damit sichern, die nämlich jetzt dann Hand anlegen, dran bauen, damit wir dann in den nächsten Jahren auch damit fahren können. Unser Ziel ist es ja, das ist unser gemeinsames großes Ziel, Bahnfahren zu einem modernen Lifestyle zu machen. Das heißt, die Leute sollen sich bewusst fürs Bahnfahren entscheiden, weil sie wissen, sie gewinnen damit Zeit, sie gewinnen Lebensqualität. Und was wir hier tun mit dem CityJet ist, dass wir einen Zug auf die Schiene bringen, der auf Augenhöhe mit dem RailChat fahren wird, der, wenn man so will, eine neue Ära im Nahverkehr einleiten wird. Und ich bin davon überzeugt, das wird ein ganz großer Publikumserfolg.